Ja, heute wieder ein Video. Und was ist das? Das ist Staubzucker oder Puderzucker, sagt man in Deutschland oder so irgendwie, ne? Mit dem werden wir heute die Bienen bestäuben oder so ähnlich noch. Und da werden wir nachher schauen, was da wirklich im Volk ist. Weil ich habe schon die Auslese gemacht, den Abfall so kontrolliert, was so jeden Tag abfällt. So. Und mit dem Puderzucker funktioniert das wirklich sehr gut, kann jeder ausprobieren, schadet eine Biene nicht oder sonst irgendwas. Wir brauchen wieder dazu unser Mindel. Sieht man das? Da ist wieder Öl drauf. Die schieben wir unten rein. Na, keine Haare drauf. Das. So rein. Jetzt machen wir den Bienenstock auf, da bezuckern unsere Bienen. Und dann sieht man, was wirklich drin ist im Volk. Weil die Bienen fangen auch an, gegenseitig zu putzen und so, da fallen halt viel mehr Milben ab. So kann man auch die Bienen behandeln. Und so habe ich gestört die Fortpflanzung von der Milbe. Kann man auch behandeln. Ich habe schon gelesen, dass man mit Staubzucker auch behandeln kann. Na, mach mal was. Das Wetter passt nicht bei uns. Es hat wieder geregnet, jetzt ist wieder um und um alles zu und so. Über die Wolken, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Und ich bin heute wieder ohne Schutz. Ja, schau mal, wie sie heute drauf sind. Weil das Wetter, bin mir sehr unsicher. Ja, mach mir halt drauf einmal. Ich werde euch anders platzieren. Jetzt scheint wieder die Sonne. Tolles Wetter. So. Vielleicht kriege ich heute ein paar Stiche ab, keine Ahnung. Die Bienchen. So, man braucht halt viel Rauch dazu. Oh, die sind nicht gut drauf, man hört es. Was ist los mit euch? Das Wetter gefällt euch nicht, mir auch nicht. So. Tucher. Alles voller Huden. So, das sind meine Freunde. So, gleich runter. Ich hoffe, das sieht man so. Ich werde mir noch das Propolis rausholen, weil ich habe noch nicht behandelt, weil das Wetter nicht passt. Da kann man das Propolis rausnehmen. Sieht man das Propolis? Das Propolis. Wo ist es? Da ist es. So. So. Ich mache das, ich zeige das einmal, wie das funktioniert. Und innerhalb von einer halben Stunde, eine Stunde ist wieder alles sauber im Bienenstock. Und unten in der Windel liegen nachher die ganzen Milben. Und das werden sehr viele sein. Ihr braucht halt viel Rauch dazu, ne? So. Ich hab sowas da.
nachher runterkehren in die Bingengasse. Innerhalb von einer halben Stunde ist das Staubzucker alles weg. Ich zeige euch das mal kurz. Sieht man das? Man hört es auch. So, das ist mein Brutraum. Sind alles schön weiß. So, runter mit euch. So, wieder drauf. Da machen wir dasselbe. Weil da oben, wo der Honigraum ist, ist mein Futter ist schon aufgefüttert praktisch. Da werde ich es auch machen. So, das war's. Ja, nach einer ungefähr halben Stunde kann man schon nachschauen in der Windel unten, was da los ist. Ja. So kann man auch herausfinden, wie viel Bindchen, wie viel Varroa wirklich in den Bindchen ist. Sieht man das? Die Bindchen. Ist eine gute Methode, um herauszufinden, wie viel Varroa wirklich in den Bienen ist, weil die Bienen dann tun sich jetzt gegenseitig putzen auch die Varroa runter. So kann man auch stören die Varroa in der Vermehrung. Ja, in einer halben Stunde schaue ich rein in die Windel, nachher zeige ich weiter, wie es weitergeht. Ja. Dann sehen wir uns wieder. Und was sagt uns das Ergebnis? Wir haben viel Milben drin. Sehr viel. Überall, wenn man das sieht. Und die Wespen sind da auch gleich da. Da haben wir Pollen. Sehr viele Milben. Also ist die Auszählung, wenn man die Windel reinlegt, auch nicht genau. Weil hier wird da alles geputzt. Von den Bienen putzen sich ja selbst. Darum fliegen ja die Milben runter. Da werden wir runter geputzt. Ist ein ganz anderes Ergebnis.
Also, wir haben zu viel drin. So, zu viel. Mit was behandelt ihr heuer eure Völker? Bitte in die Kommentare. Damit ihr es noch besser seht, habe ich so eine Flasche. Ich spreche es jetzt an. Noch besser sehen. Wahnsinn. Ja, so kann man auch die Milben reduzieren. Ja, sehr viel Milben. Ich halte nichts von den Auszählen von den Milben. Weil jetzt mehr ein anderes Ergebnis ist. Und ja. Was meint ihr dazu? Bitte in die Kommentare. Wahnsinn. Ich werde auch demnächst behandeln, meine Völker. Meine Honigräume sind nach oben. Sieht man es da? Ja. Da werde ich auch mit was behandeln, heuer ganz was anderes. Meine Völker. Ja, das ist das Ergebnis. Und was sagt das Ergebnis? Wir haben zu viel drin, oder? Sehr viel. Und die leben teilweise alle noch. Ja, wenn man das sieht, sie krabbeln. Sieht man nicht. Da haben wir einen Pollen, einen Fuß. Ja, schreibt mir in die Kommentare, mit was ihr behandelt und wie ihr eure Völker da Milben auszählt oder lasst es euch nicht oder macht es ihr nicht. Bitte in die Kommentare und Daumen hoch oder Daumen runter, dass ich weiß, was ihr wollt, was ihr nicht wollt. Ja, das war's einmal. Beim nächsten Mal sehen wir uns, wenn ich die Honigräume runternehme. Ja, behandle, auffüttern werde ich heuer die Bienchen nicht mehr. Oder so wie voriges Jahr werde ich sie nicht mehr auffüttern. Da ist schon ein Honigraum runtergekommen. Ja. Schauen wir mal. Ja, das nächste Video. Okay, danke fürs Zuschauen.